Hi, wir sind Paula und Laura und arbeiten im Experimentierfeld am Museum für Naturkunde. In unserer Videoreihe Was machst du eigentlich hier? Nachgefragt im Museum für Naturkunde wollen wir das Museum mit all seinen Menschen und Objekten ein bisschen näher kennenlernen. Und jetzt gehen wir rein. Das Experimentierfeld ist ein Ort der Begegnung zwischen Wissenschaft, den Besuchenden und unseren Mitarbeitenden hier im Museum für Naturkunde. Wir möchten hier in der Praxis ausprobieren, wie Teilhabe an Wissenschaft funktionieren kann. Wir haben ganz unterschiedliche Projekte, von Schreibwerkstätten über Fotokurse oder Diskussionen zu aktuellen Themen. Und wir versuchen, die Perspektiven der Besuchenden aufzunehmen und auch neue Anregungen für neue Perspektiven zu geben. Genau darum geht es auch in unserem Videoprojekt. Unser Ziel in dieser Videoreihe ist es, Menschen und ihren Beruf am Museum kennenzulernen. Ich selbst mache gerade hier ein freiwilliges Jahr für Wissenschaft, Technik und Nachhaltigkeit und möchte für meine eigene Berufsorientierung möglichst verschiedene Einblicke in viele Berufe bekommen. Und die verschiedenen Berufe, die es am Museum gibt, sind so vielfältig, dass wir uns dachten, diese mit der Kamera festzuhalten. Ich bin selbst studentische Mitarbeiterin im Experimentierfeld und studiere zurzeit Sozial- und Kulturanthropologie. Und welche Menschen habt ihr ausgewählt, die uns hier ihren Beruf vorstellen? Das verraten uns diese vier verschiedenen Objekte. Jedes Objekt gehört zu einem bestimmten Menschen, den wir kennenlernen wollen. Wir haben hier ein Monograph, ein Pflanzenfossil, ein Stapel Notizbücher und ein Fledermauspräparat. Und jetzt nehmen wir euch mit hinter die Kulissen des Museums und bringen diese Objekte zu ihren Ursprungsorten zurück.